Ah, gestern Abend bei mir war ich geschminkt. Hallo. Kannst du das nicht sagen? Mal, aber weißt du, so von 1, 2, 3 Mal im Jahr kommt extra jemand zum Manor. Und dann läutet sie einen guten Kunden an, zum Sagen. Und dann macht sie wieder Gesichtspflege und tut sie schminken. Und dann klar, ich meine, wenn du dir schminkst, dann gibt das etwas. Wenn sich jemand anders schminkt, dann gibt das etwas anderes, oder? Und das ist eben interessant, weil die Frauen sind ja dann immer wieder. Zeigen sie dann immer wieder, was jetzt der letzte Schrei ist und wie du jetzt diesen Winter machen musst und wie du jetzt den nächsten Sommer machen musst. Und dann auch wieder die Neuigkeiten von den neuen Farben und. Ich mache das am modern, ich mache das am modern. Das ist ja echt für junge Leute. Und ich meine, es ist ja gratis, oder? Du musst nicht einmal etwas kaufen nachher, weil es gibt so Dinge, die es machen. Und dann nachher heisst, es kostet 100 Franken. Und die 100 Franken kommst du dann wieder so quasi über, indem du es einfach für 100 Franken Produkte nimmst, oder? Und das hast du jetzt eben da nicht. Nein, sicher, ich habe auch für mehr als 100 Franken gehabt. Ich habe einen Lippenstift und den Glänzer habe ich gekostet. Ich habe einfach genommen, wie es mir gefallen hat, weil ich gefunden habe, es ist wirklich noch. Kannst du ja brauchen, gell? Ja, klar, also. Das ist gut, weil er ein Gentiment bon ist. Ja, kennst du die Flasche schon gekocht? Ja, die habe ich gekocht und geschält und geschnitten. Musst du es nur noch essen? Jawohl. Heiner Mann! Nein, das ist ja noch schwer mit den Platten, müssen wir lenken. Darum haben wir sie in die Redlikoffer reingetan und haben gesagt, wir können uns dann ziehen, das sei einfacher, als wenn wir alles müssen mit dem Mucke tragen. Ja. Es hat ein paar Zimmer, die können köcheln. Ja, was können wir? Weißt du, wenn wir jetzt vom Bahnhof her, ich weiss ja nicht, dass wir eine Stunde noch müssen laufen mit allem zusammen. Gell, das hat an dem gelungen. Dann würde ich auch überlegen. Dann hätte ich dir vielleicht nicht vorgeschlagen, wir können Raclette machen. Aber ja, ich meine, von uns her auf den Zug müssen wir eigentlich nur zwei Strassen überqueren und den Bahnhofsplatz. Und nachher ist ja eigentlich. Nein, jetzt da haben wir. Jetzt da haben wir noch nicht müssen. Weil wenn wir später nehmen, dann können wir den Zug nehmen, der über Biel geht. Und dann müssen wir nur. Okay, überqueren. Und also auf meinen Zug raus überqueren und den nächsten rein. Und jetzt da haben wir nur durchgehen, wir sind auf dem Gleis 8 oder so angekommen und sind dann auf dem Gleis 1 weitergegangen. Ja, zu Biel. Zu Lausanne. Lausanne. Und dann, ja, zu Zürich, klar, wir gehen dann noch gerne einen kleinen vorbei, wo wir etwas Kleines holen. Dann klar, musst du natürlich den letzten Gehen führen und dann runter und dann mit dem Himmel und dann. Und dann aber rein oder? Stand schon her, auf den Rupfen. Oder geht es gerade rein? Aber ich meine, sicher, sie hat ihr das Gewicht, die Koffer. Aber nicht so, dass man sie jetzt nicht mehr kann, umschubsen und tragen und alles. Ja, das ist schon besser. Also. Nein, ich meine, weißt du, wenn du halt siehst im Zug, wenn es einmal so. Es sind immer so kleine, dicke Frauen, so 1,50 m, 1,60 m gross. 1,60 m im Umfang, oder? Das Ganze auf Stöckchenschuhe und danach nehmen sie so enorme Koffer mit, die praktisch eben so gross sind wie sie selber. Und dann. Die mögen nichts gehen. Klar, das kannst du natürlich. Die kommen dann natürlich nicht dran, um die Koffer selber einladen und ausladen und verstauen und alles. Und danach haben sie das Gefühl, es ist ihnen helfen. Ah, die Mitfahrer muss ich helfen. Ja, und ich habe dann eben auch das Gefühl, ich muss nicht helfen, wenn die Frauen dumm genug sind, um sich so blöd anzulegen, erstens. Und zweitens, einen Koffer mitzunehmen, den sie gar nicht selber tragen können. Ja. Dann ist es nicht an mir, mir den Rücken zu verklemmen wegen ihrem Schmarrn, oder? Das ist ja wahr, komm jetzt. Ja,
Ja, das ist ja noch ein Grund, gell? Wovon ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder ein Gepäckstück werde mitnehmen, das schwer ist für mich. Ja, das ist ehrlich. Nie wieder! Als wir von Italien zurückgekommen sind, am Abendweg, sind wir ja mit dem Auto gegangen. Und dann haben wir gesagt, ja, Tasche, also Sportsäcke, sind besser als ein Regelkoffer. Und klar, für unser Auto rein, kommt sie nicht drauf an. Mhm. Nachher, als wir noch mit dem Zug zurückgekommen sind. Ja, haben wir uns geschleicht. Ja, dann hat Jesus in seinen Sack gehabt und hat er müssen tragen, wie es halt gegangen ist. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass wir vielleicht mit dem Zug zurückkommen. Eben. Und dann nachher hatten wir noch ein Zugproblem gehabt. Und dann haben wir einen Tag haben wir warten. Entweder am Freitag hätten wir sie zurück oder am Samstag. Und dann sind wir aber erst am Sonntag zurückgekommen. Ja. Und in Milan, das ist ja auch ein grosser Bahnhof. Du kommst schon eine Ecke an. Und gehst am anderen Ecke weiter. Oh. Und dann hast du deinen Sack unter dem Arm und musst. Und es ist eigentlich recht schlecht angegeben. Ist wahr. Ja, es ist schlecht angegeben. Also, wenn du den Bahnhof nicht kennst und nicht eigentlich selber weißt, wo du hin musst, ist es noch schwierig. Ja, das glaube ich. Weil ich meine, Personal findest du eigentlich nicht gross. Und wenn du findest, dann sind es Leute, die dich nicht verstehen. Aber wir sind zurückgekommen. In der Frage waren wir die Hause. Ja, mit etwa einer Stunde Verspätung, aber wir sind zurückgekommen. Mit dem Zug dann? Ja. Am Freitag Abend sind wir gegangen und dann hat es geheißen, wir kommen am Samstag gegen Mittag an. Vormittag, Mittag kommen wir an. Dann sind wir aber erst am Abend, am 7. sind wir dann angekommen. Und danach hat es geheißen, ja, wir bleiben in der Woche. Und dann plötzlich am Dienstag haben sie gesagt, ja, sie wollen dann aber am Mittwoch gehen. Hey. Und dann mag es ja fast nichts geben, dann gibt es Samstag Abend bis praktisch Mittwoch am Morgen, oder? Also, ja, lohnt sich ja fast nicht. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, hört, wenn ihr geht, dann geht, dann gehen wir mit dem Heim mit dem Zug. Dann ist gut. Und wir haben uns dann gesagt, wir machen das nie wieder. Das nächste Mal gehen wir dann selber und nehmen dann den Zug vorbei. Dann könnt ihr machen, wie in der Welt. Ja, und auch vom Gepäck her. Du musst nicht rücksicht nehmen. Nein, du nimmst deine Koffer mit und dann ist das ja offen, oder? Okay.